Herzlich willkommen zu diesem Video über das arithmetische Mittel. Dieses Video ist das erste von insgesamt 6 Videos, die sich mit dem arithmetischen Mittel befassen. Und ich möchte in diesem Video dir zeigen, wie man das arithmetische Mittel berechnet. Dazu werde ich schrittweise das Arbeitsblatt abarbeiten. Du kannst dieses Video wie gewohnt pausieren. Und du wirst auch oft aufgerufen sein, selbst die Aufgaben zu lösen. Bevor wir mit der Berechnung des arithmetischen Mittels beginnen, möchte ich etwas zu den Begrifflichkeiten sagen. Oft werden die Begriffe Mittelwert und arithmetisches Mittel als Synonyme verwendet. Und ich möchte hier ganz streng diese Begriffe auseinanderhalten. Der Mittelwert ist nämlich ein sehr allgemeiner Begriff und kann mehrerlei bedeuten. Mit dem Mittelwert kann ich zum Beispiel das geometrische Mittel meinen oder das quadratische Mittel, aber auch der Median ist ein Mittelwert. Daher empfiehlt es sich, arithmetisches Mittel zu sagen, wenn ich auch das arithmetische Mittel meine. Gut. Dann schauen wir zu dem ersten Fenster auf unserem Arbeitsblatt. Da haben wir eine Formel zur Berechnung des arithmetischen Mittels. Das arithmetische Mittel x quer von n Zahlen, und dann haben wir eine Liste mit einzelnen Listenwerten x1 bis xn, und wir haben eine Formel, nämlich x1 plus x2 und so weiter und so fort plus xn. Durch die Anzahl. Das heißt, ich zähle alle Listenwerte zusammen und dividiere durch ihre Anzahl, so wie das auch in diesem Merksatz schön zusammengefasst ist. Im Beispiel A geht es gleich darum, diese Formel anzuwenden. Und du hast hier eine Liste von Zahlen und ich bitte dich, dieses Video kurz zu pausieren und das arithmetische Mittel dieser Liste zu berechnen. Gut, wenn du das arithmetische Mittel berechnet hast, dann sollte bei dir im Zähler die Zahl 21 herauskommen, dividiert durch 7 ergibt 3. Das heißt, das arithmetische Mittel dieser Liste ist 3. Gut, bevor wir zum Beispiel B kommen, möchte ich noch etwas zur Eigenschaft des arithmetischen Mittels sagen. Und dazu ein eigenes Beispiel. Wir haben 3 Personen, Person A, Person B und Person C. Und diese Geldbeträge sollen ihr Monatseinkommen darstellen. Also Person A verdient 1000 Euro im Monat, Person B auch 1000 Euro im Monat und Person C 98.000 Euro im Monat. Drücke kurz auf Stopp und versuche zu ermitteln, wie viel diese 3 Personen im Durchschnitt verdienen. Gut, wenn du in die Formel einsetzt, dann erhältst du 1000 plus 1000 plus 98.000 dividiert durch 3. Das ergibt 100.000 dividiert durch 3. Und wir erhalten ein arithmetisches Mittel von 33.333,33 Euro. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jede dieser Personen so viel Geld verdient. Und du wirst merken, dass dieser Geldbetrag sehr unrealistisch ist und eigentlich wenig über die Realität dieser 3 Personen aussagt. Und das liegt daran, dass das arithmetische Mittel sehr empfindlich gegenüber Ausreißern ist. Wir haben diese Formel gesehen, wie man das arithmetische Mittel berechnet, und in dieser Formel werden alle Listenwerte berücksichtigt. Ich zähle alle Geldbeträge hier zum Beispiel zusammen. Und nachdem ich jeden Geldbetrag in meine Formel berücksichtige, ändert sich auch mein Mittelwert entsprechend, mein arithmetisches Mittel entsprechend. Und das ist ganz wichtig zu wissen,
dass das arithmetische Mittel sehr empfindlich gegenüber Ausreißern ist. Und auch das werden wir in den folgenden Videos uns noch genauer anschauen.